Hier siehst du drei Folien. Die oberste Folie ist das Original, die beiden darunter wurden verändert. Du siehst diese Folien in der Folienvorschau. Nun möchtest du gerne die Folien zurücksetzen, so wie sie im Original einmal waren. Dazu klickst du einfach die entsprechende Folie an, dann wählst du auf dem Register Start die Gruppe Folien, klickst dort auf das Symbol Zurücksetzen. Und das war's auch schon. Die Überschriften und auch die Position der Platzhalter wird angepasst. Möchtest du nur die Platzierung der Platzhalter, also der Bilder, zurücksetzen, die Formatierung der Schrift aber behalten, funktioniert das auch. Du klickst die Folie an und wählst dann statt Zurücksetzen darüber den Punkt Layout aus. Hier klickst du einfach erneut auf das Layout, das bereits verwendet wurde. Und schon stimmt die Platzierung der Platzhalter und die Formatierung bleibt erhalten. Hab viel Spaß damit und wenn du es brauchen kannst, lass mir gerne ein Abo da.